Ein Glas mit Lars. Oder besser mit mir, Lars Reckermann, dem Chefredakteur der OZ, BZ und des GA. Locker schnacken, nicht lange schneiden. Ganz viel Ostfriesland. Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Mir gegenüber sitzt Dr. Bernhard Brons. Viele, die nach Borkum fahren, müssten Sie eigentlich kennen, weil Sie es ermöglichen, dass Sie nach Borkum kommen. Wir sind bei der AGMs und Ihre Schiffe, Ihre Fähren, der Katamaran oder die zwei, fahren nach Borkum. Wie ist das so, wenn man, wir sitzen hier in einem wunderschönen Büro, wenn man jetzt hier rausguckt, sieht man das Fährhaus, man sieht die Schiffe. Ich würde ja nur, ist das heute ein toller Tag, weil unglaublich viele Schüler da sind, ganz freut viel. Sich dann das Unternehmerherz, wenn man sagt. Es ist heute ganz lebendig, das freut uns, dass ganz viele junge Leute auch kommen. Das sind vor allem Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland und die machen dann zum Beispiel in der Jugendherberge oder auch beim TUS Borkum, beim CVJM, da sind sie auch. Da machen sie dann eine Woche Ferien und wenn es gut läuft, dann werden sie später sagen, da muss ich noch mal hin. Wenn es gut läuft, werden sie heiraten und dann werden sie noch die Silberhochzeit da feiern. Ja, schönes Drehbuch. Jetzt, guckt man sich irgendwann satt an so etwas oder gucken Sie, schweifen Ihre Gedanken noch mal zwischendurch Horizont, man sieht hinten schon ein bisschen die Insel, ich gucke permanent aufs Wasser. Wenn man das jeden Tag hat, verliert so irgendwann den Reiz oder nicht bei Ihnen? Nee. Nein, das finde ich sehr schön. Also wir haben ja sehr viel Kontakt mit Kunden und unsere Mitarbeiter haben auch viel Kontakt mit Kunden. Also es ist kein totes Geschäft, was wir machen. Das macht bei uns den Reiz auch aus, zu arbeiten, weil man immer mit Endkunden zu tun hat. Wie oft sind Sie auf Borkum? Das ist sehr unterschiedlich. Ich bin manchmal auch ein paar Tage am Stück da und manchmal bin ich auch, kann auch mal ein paar Wochen sein, dass ich nicht da bin. Aber Borkum ist mir sehr vertraut. Jetzt überlegen ja viele, viele Unternehmen und auch Unternehmer, die Zeit geht voran, Zeiten ändern sich. Auf die Insel fährt man doch trotzdem immer. Also es braucht ein Schiff, um auf die Insel zu kommen. Eigentlich haben Sie doch einen super sicheren Arbeitsplatz und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oder? Also wir haben gemerkt, dass sich was ändern kann, unter anderem als Corona war. Da ist unser Geschäft um 95% eingebrochen. Wir haben also nur noch ganz wenig Insulaner gefahren. Wir haben den Verkehr am Wochenende vollständig eingestellt. Wir haben keine Unterstützung bekommen, gar nichts. Wir mussten sehen, wie wir zurechtkommen, haben da aber mit der Arbeitnehmerschaft einen Konsens erreicht, dass wir also auf Vollkurzarbeit gehen. Und die gearbeitet haben, haben Hälfte der Zeit gearbeitet. Wir haben dann 5 Tage die Woche ein Schiff gehabt, was gefahren ist. Ja, da sind wir die ersten Wochen auch durchs Loch gekommen. So, ansonsten sind wir Linienverkehr, das heißt, unsere Kosten stehen fest und ich brauche eine gewisse Grundauslastung, damit es sich rechnet. Und wenn denn mehr als geplant kommen, ist das richtig gut. Wenn weniger kommen, wird es schnell ein Problem. Also wir sind da sehr sensibel, was den Füllungsgrad angeht. Ja. Ne? Wir können nicht, wenn wir 10% weniger Gäste haben, wenn ich denn 10% den Fahrplan einstelle, dann wird das als sehr, sehr kritisch wahrgenommen. Damit müssen wir schon dafür sorgen, dass wir hier auch effiziente und sehr effektive Prozesse haben. Zu AGMs gehören ja auch Hotels auf Borkum. Sie müssen ja ein hohes Interesse daran haben, dass die Insel total attraktiv bleibt, oder? Also es reicht ja nicht nur, wenn Sie moderne Schiffe haben und hier die Abfertigung gut funktioniert. Das Ziel muss ja dem Kunden schmecken. Haben Sie da Einfluss drauf als AGMs, so mit dem die Bürgermeister mal reden und sagen, natürlich, das redet man mit Bürgermeister, man kann mit der Politik sich austauschen. Aber das Wichtigste ist, dass eben Unternehmer auf der Insel Interesse haben, Lust haben, was zu machen. Das passiert auch. Also es gibt sehr viele, die was bewegen wollen. Da gibt es eine schicke Surfschule. Man kann Strandsegeln auf Borkum. Es gibt wieder Leute, die haben ihren selbstgebackenen Kuchen. Und das sind nicht 70-Pluser, sondern das sind auch jüngere Leute. Also es gibt eine ganze Menge, wo sich was tut. Aber Luft nach oben ist trotzdem noch. Wie weit im Voraus wissen Sie, das wird ein guter Monat? Man bucht ja so einen Urlaub nicht wahrscheinlich die wenigsten spontan, oder? Schon mal passiert, dass Sie sagen, oh, heute ist zu viel los, wir müssen ein zweites Schiff dazu holen? Also wir haben nach Borkum, anders als zu den anderen Inseln, verhältnismäßig sehr wenig Tagesgäste. Also es sind mehr Gäste, die übernachten und die überlegen sich das längerfristig. Im Winter ist es so,
gibt es auch Leute, die sagen, ach, das ist jetzt schön, das Wetter, und ich möchte übers Wochenende raus. Also wir in unseren Hotels sind am Wochenende mal sehr gut ausgelastet, weil Leute also zum Wochenendentspannen im Winter auch kommen. Ansonsten ist aber das Sommergeschäft schon von einer starken Vorbuchung geprägt, was für alle Seiten sehr schön ist. Das heißt, wüssten Sie jetzt schon, wie der nächste Sommer wird? Sind Sie schon zufrieden mit dem? Okay, kann ja sein, dass die Leute schon sagen, ach, wann bucht man denn so seinen Sommerurlaub? Gibt's da so, gucken Sie im Oktober und werden dann nervös, wenn Sie sagen, es könnten mehr sein, oder freuen sich schon, weil Sie sagen, gute Auslastung? Natürlich freut man sich dann in den Hotels, wenn die Vorauslastungen gut sind. Meistens, also wir haben ja sehr hohe Stammgästanteile, Borkum hat sehr hohe Stammgästanteile, die buchen oft schon, wenn sie ihren diesjährigen Sommerurlaub gehabt haben, dann wissen sie schon, nächstes Jahr fahre ich wieder hin. Und im Herbsturlaub ist das ähnlich. Also es ist sehr viel Stabilität auch im Geschäft. Hauptsächlich, wir haben vorhin mal drüber gesprochen, viel aus dem Ruhrgebiet. Also wenn man hier so mal über die Parkplätze guckt und sieht da Nummernschilder an sich, aha, ganz viel Bottrop, Gelsenkirchen und sowas. Sind das die Hauptgäste von Ihnen? Ja. Also wir haben in Borkum leicht über 50% NRWler. Davon fahren viele, die mit dem Auto kommen, über Holland, über Emshaven, weil das auch gut anliegt. Und dann kommen Niedersachsen und der Rest verteilt sich. Holländer haben wir noch ganz wenig, was man eigentlich gar nicht versteht. Also das liegt so nur bei etwa 1%. Obwohl es, das wäre ein schöner Markt noch, oder ist ein Markt, der auch wachsen soll und ich glaube auch wird. Sowieso als Unternehmer, man spricht immer von Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ist die AGMs auch so auf permanentes Wachstum auf, oder gibt es mal irgendwo, wo Sie sagen, halten wäre auch ganz schön? Ich freue mich natürlich, wenn das Geschäft zunimmt. Das würde mich freuen. Aber wir müssen auch damit auskommen, wenn das Geschäft konstant bleibt. Wenn man sich rückwärts entwickelt mit geringeren Gästezahlen, das ist ein sehr schwieriger Weg, weil dann gewisse Programmangebote nicht aufrechterhalten werden können. Und das Risiko ist dann, dass so eine Abwärtsspirale nach unten losgeht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das verhindern. Also und diese Erkenntnis ist auch auf der Insel überwiegend da. Wir dürfen uns nicht kleiner machen. Ich muss ein Klärwerk bezahlen. Wir wollen eine Berufsschule dort haben. Wir wollen Grundschule füllen. Also es gibt ganz viele Funktionen. Wenn weniger Gäste da sind, dann würden die eingehen und die Attraktivität würde sinken. Und das ist deutlich zu verhindern. Auf Wohnen haben Sie wahrscheinlich keinen Einfluss auf Borkum. Das ist doch. Doch, das haben Unternehmer auch. Ja. Die können ja für ihre Leute für Wohnraum sorgen, indem sie welchen beschaffen, am möglichst neu bauen. Denn wenn man nur jemand anderem was wegnimmt, ist ja kein neuer Raum geschaffen. Also wir brauchen gerade für Mitarbeiter nicht mehr die Souterrain, das ist eigentlich die Kellergeschichte, sondern wir brauchen attraktiv was zum Wohnen, wo sich jeder selbst auch wohlfühlt, damit dort denn aus Saisonbeschäftigten neue Insulaner werden. In den Großstädten sagt man, dann muss man in die Höhe bauen. Auf so einer Insel ist das wahrscheinlich schwierig, oder? Weil das dann doch schon. Also man braucht da ja nicht so in die Höhe. Es gibt aber viel auch im Ort, wo noch ganz viele Möglichkeiten sind, die man ausschöpfen kann. Denn im Winter ist schon weniger los, aber man möchte trotzdem unter Leute sein. Und ich möchte im Winter auch das Angebot als Insulaner nutzen können, zwischen mehreren Gaststätten wählen zu können, dass ich mal ausgehen kann. So, und damit ist ein gewisses verdichtetes Wohnen macht Sinn. Wir haben da deshalb eine Menge Personalwohnungen, wir haben auch was dazugenommen, bauen auch wieder was, sodass die Leute zu Fuß in 5 Minuten im Betrieb sind. Das hat man in Großstädten nicht. Also das ist ein großer Vorteil auch. Ne? Jetzt sind Sie Vorstand der AGMs. Das ist ja nicht nur Fähre, das ist, wir haben es gerade gesagt, Hotel, das ist Fliegen, das ist so viel mehr. Sind Sie jetzt der Tausendsasser, der ein Kapitänspatent hat, sowohl für Schiff als auch für Flugzeug und der auch noch eine Hotelausbildung gemacht hat? Was müssen Sie alles können? Oder sagen Sie, ich habe einfach gute Leute, die in den Bereichen das dann können? Also das Wichtigste sind die guten Leute, die man hat. Aber ein Grundverständnis dafür zu haben, also für die einzelnen Branchen, das ist auch wichtig. Ob es immer ein technisches Verständnis ist oder ob es mehr ein kaufmännisches, praktisches oder ein Vertriebsverständnis ist, das sei mal dahingestellt. Aber für irgendwas muss ich schon Verständnis haben. Also ich selber bin während der Bundeswehrzeit, ich war noch bei der Bundeswehr, da war ich ein Jahr auf dem Schiff.
Also ein bisschen mit Schiffen kenne ich mich aus. Und ein Hobby von mir ist das Fahren auf der Nordsee auch. So, dann Hotels sind dazugekommen. So, man muss sich damit identifizieren, aus der Sicht des Gastes. Ich könnte nicht die Küche, das kann ich nicht. Aber man muss ein Verständnis dafür haben, was vielleicht Gäste dringend haben wollen. Da gibt es zum Beispiel ganz interessante Sachen. Man wird meinen, im Sommer haben wir Hochkonjunktur, da muss die Küche vollst besetzt sein. Das ist bei uns aber ganz anders. Also bei unseren Hotels gehen die Gäste im Winter immer im Hotel. Sind sie im Hotel zum Essen. Dann sind sie ganz früh da. Also sind sie schon um 17:30 Uhr, scharren sie schon draußen, ist es schon anderthalb Stunden dunkel, dann wollen sie zum Abendessen. Im Sommer ist das anders. Da wollen die im Sommer am Strand sein, die Sonne geht um 10 Uhr unter und da nehmen die da irgendwas zu sich. Da genießt man die Milchbude so lange wie möglich. Ne? Also wir haben im Endeffekt haben wir im Sommer In-House-Quoten von Gästen, die bei uns Abendessen, von vielleicht 15%. Und im Winter liegt es bei 90%. So, das heißt, für uns ist die Küche, dass sie im Winter besetzt ist, wichtiger noch als im Sommer. Darum haben wir dieses Jahr das erste Mal in einem der drei Hotels mal 2 Monate Saisonpause gemacht. Hat funktioniert? Hat funktioniert, ja. Es ist ja, man experimentiert ja auch viel, ne? Also ja. Zu sagen, es funktioniert alles, das geht ja schon bei der Technik auch los, ne? Also Schiffe, ja, Schweröl und größte... Das haben wir nicht. Schweröl brauchen wir nicht. Und ihr habt auch den ersten LNG-Fähre gehabt. Ja, MS Ostfriesland, also ne? Die MS Ostfriesland. Die Münsterland hat auch einen LNG-Antrieb bekommen. Das ist der Vorteil. Es ist feinstaubfrei. Es ist auch CO2 besser. Vor allem aber auch bei Schwefel und Stickoxid. Das sind die Vorteile. Und man ist nicht, wir hatten früher Sorge, dass wir nur vom Importöl abhängig sind. Und da ist Gas zumindest eine andere Spielart. Und es ist unmittelbar sauber beim Feinstaub, also was unsere Atemwege schont. Aber hat durch den Ukraine-Krieg sicherlich auch eure Kosten? Ja, da haben wir erheblichst Probleme gehabt. Also das Gas war, weil wir ja kurz vor einer Gasmangellage in Deutschland waren, ist der Preis für LNG aufs 10-fache gestiegen. Und wir haben so eine Energiekostenquote, ungefähr 15% unserer Einnahmen im Fährschiffsbereich gehen nur für den Kraftstoff raus. Wenn aus 15% 150% der Einnahmen werden, dann kann ich den Betrieb nicht aufrechterhalten. Sodass wir in der Zeit, wo das Gas so ganz teuer geworden war, haben wir tatsächlich mehr wieder Dual-Fuel-Motoren haben wir. Die kann ich also auch mit Diesel betreiben, haben wir mehr Diesel gebraucht. Das war ja auch, was die Politik Habeck und Co. wollte. Ihr sollt möglichst eine Gasmangellage vermeiden. Und da konnten wir auch einen Beitrag zu leisten. Ja. Wenn man jetzt sagt, ach so, Insel, das ist ja permanentes Urlaubsfeeling, wenn ich abends Feierabend habe, laufe ich so über den Strand und kann meine Gedanken frei fliegen lassen. Ist es schwierig, Personal für die Insel zu finden oder für die Inseln? Das ist ja jetzt nicht nur Borkum. Ist das schon eine Aufgabe? Nee, also es ist eigentlich leichter noch als auf dem Festland. Also wir sehen das zum Beispiel bei Lokführern, Busfahrern der Kleinbahn. Die sind einfach dankbar, dass sie da die Tätigkeit haben dürfen. Nehmen Sie mal, wenn Sie jetzt Bus fahren, Linienbusverkehr. Da haben Sie im Ruhrgebiet vielleicht Schüler im pubertären Alter, die probieren sich aus. Und nach den Lehrern ist der Busfahrer der Erste, mit dem Sie wieder sich matchen. So. Das führt dazu, dass der Busfahrer nicht immer gute Laune auf seine Tätigkeit hat. Und bei uns sind es in der Regel Urlauber. Man macht neben der Linie auch noch Ausflugsfahrten. Das ist einfach ein dankbares Publikum. Also wir kriegen bei Busfahren gibt es eine hohe Attraktivität, das bei uns zu machen. Im Fahrdienstzug ist das auch so. Man schläft immer wieder im selben Bett zu Hause. Ich fahre nicht mit dem Fernzug irgendwo und muss dann in Frankfurt übernachten. Also da haben wir einen hohen Zulauf. Es gibt auch immer wieder Leute, die in der Hotellerie-Gastronomie kommen. Nur manchmal möchte ich welche gerade in der Hotellerie-Gastronomie auch lange binden, nicht nur für 1-2 Jahre. Dann muss es schon wirklich stimmen, dass es ein schönes Zuhause ist. Also dann wohnt man, wie wir das ja auch alle wollen, nach Möglichkeit entweder ein Balkon oder eine Terrasse. Sowas gehört dazu, man muss sich richtig wohlfühlen. Und diese Grundlagen muss der Betrieb schaffen oder muss die Inselgemeinde schaffen.
So Hafenmitarbeiter zu finden, ist das leicht, ist das schwierig? Sagen Sie ja, wir haben eine gute Stammgruppe, ist eine hohe Fluktuation. Es ist ja doch schon, ist noch eine härtere Arbeit, ja, als ich mache es jetzt mal ganz blöd, ein Billett abzuknipsen, was ja heutzutage auch keiner mehr macht. Aber ist das schwierig, da an Personal zu kommen? Also die Arbeit im Hafen und auf dem Güterboden, wo Stückfracht verladen wird und Koffer zugestellt werden, ist immer noch, und das wird auch so bleiben, mit Körperlichkeit verbunden. Das kann nicht jeder. Wir haben bislang immer Leute finden können dafür. Aber auch da gilt, da muss das Umfeld dann stimmen. Ne? Also vernünftig wohnen können, auch auf der Insel, wo die Preise doch oft sehr hoch sind. Ne? Also beim normalen Gehalt vielleicht ein Tuckchen drüber, aber muss ja sehr viel mehr für die Unterkunft ausgeben. Und das müssen wir berücksichtigen, dass wir da dann was Schönes stellen können. Ja, wenn man jetzt mitbekommt, so Schifffahrt, es tut sich eine ganze Menge, dann es ist ja wahrscheinlich so einfach zu sagen, naja, ich gucke jetzt mal auf die AGMs, die sind der Monopolist quasi, ich baue mal eben meine eigene Fähre und fahre mal mit einem kleineren Boot drüber. Gibt es sowas, wo Sie sagen, na, wir müssen die Konkurrenz schon beobachten, da dreut in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht eine Konkurrenz, die wir gar nicht haben wollen. Irgendjemand baut die unterirdische Röhre und fährt jetzt mit dem Tunnel. Ja, wenn Hyperloop käme, das wäre wahrscheinlich ein Problem. Ja. Aber sonst müssen wir selber antizipieren, was unsere Kunden wollen. Das müssen wir selber immer betrachten und uns im Zweifel sogar selber Wettbewerb machen. Also wir haben ja sehr viel und sehr früh schon vor über 30 Jahren mit Schnellverkehren angefangen. Und mittlerweile haben wir ungefähr jeden dritten Gast, der ist auf dem Katamaran. Den haben wir von der Fähre weggenommen. So. Wir haben auch ganz viele aus dem Flugzeug weggenommen. Das waren früher im Borkum-Verkehr 10-mal so viel wie heute. 10-mal so viel sind geflogen. Ja. So, wenn ich gesagt hätte, unsere OLT soll geschont werden, ich will da nichts ändern, dann hätte ich es nicht gut gemacht. Also wir müssen das anbieten, was effizient ist und was die Gäste wollen. Danach müssen wir uns richten. So, darum haben wir auch gesehen, dass wir hier einen Bahnsteig haben, ja, wo Intercity, also kommt Nahverkehrszug und kann Intercity kommen. In Emshaven haben wir das auch. So, wir haben die Bahn auf Borkum in Schuss gebracht, sodass die Reisekette funktioniert, dass die Leute eigentlich mit uns zufrieden sein dürfen. Und dann gibt es immer wieder was schief geht und dann müssen wir wieder daraus lernen. Wie fahren Sie eigentlich in Urlaub, wenn Sie, angenommen, Sie sind jetzt mal in Norwegen unterwegs, permanent gibt es irgendwo eine Fähre, ein Schiff, gucken Sie da ganz anders, gucken Sie, wie machen die Ab- und Abfertigung und wie läuft das da so oder sind Sie dann Gast? Ja, da guckt man natürlich zwangsläufig, sehr intensiv, ne? Gerade in so Ländern, wo viel Küstenverkehr ist, da guckt man, was machen die besser, wo sind Prozesse einfacher und da haben wir auch vieles adaptiert. Bei uns zum Beispiel heißt das, der Gast, der mit dem Auto oder mit dem Zug kommt, der kann bis Borkum Bahnhof das ebenerdig alles bis zum Endziel bekommen. Ja, das ist nicht nur für Leute mit körperlicher Behinderung, sondern auch für Gäste, die einfach nur einen Koffer haben, der nicht wie früher 8 Kilo, sondern hat jetzt Mitte 20, hat 4 Rollen, statt früher ein Griff allein. Ne? So. Das kriegen die nur hin, wenn das bequem läuft. Und dafür sorgen wir, das haben wir so umgesetzt. Und wie ich selber Urlaub mache, ich selber fahre zum Beispiel jedes Jahr eigentlich 4 Nächte mich im Schlafzug. Weil ich, wenn wir in die Berge fahren, dann machen wir das in der Regel mit dem Zug. So, also so ist das der Klassiker, dass es den Menschen, der halt immer das Meer hat, dann doch eher für den eigenen Urlaub in die andere Richtung, in die Berge zieht? Oder? Also ich finde das sehr, sehr schön auf Borkum. Sehr schön mit Ebbe und Flut, das mag ich sehr gern, aber ich finde Berge auch mal ganz schön zur Abwechslung. Das ist schon für mich auch ein Highlight, da ist man auch viel draußen, also wir fahren den Ski, sind viel in der Natur und sind dann auch erst im Winter, wird es ja früh dunkel, sind wir bis zum Schluss wach und bewegen uns draußen und dann gehen wir auch wie auf Borkum die Gäste, da haben wir dann schon Appetit wieder, um 17:30 unser Abendessen zu nehmen. Was ist denn für Sie die schönste Zeit auf der Insel? Mal so ein Insider-Tipp. Ist das dann der Hochsommer oder ist es dann zu drubbelig und sagen Sie lieber, der Herbst? Also was mir ganz stark im Kopf ist und bei meiner Frau ist das auch so, als die Kinder klein waren, als sie noch nicht so richtig laufen konnten, da waren wir im Februar mehrfach auf Borkum. Februar, klares Wetter, kein Nebel, wenig los. Und eine wunderschöne Natur dann. Also das ist so ein
Geheimtipp. Also Februar, bin ich übrigens geboren, Februar auf die Insel zu gehen. Jetzt halte ich Sie ja für so einen pfiffigen Unternehmer, dass Sie wissen, der Februar könnte ein bisschen mehr vertragen. Und den Podcast hören ja Millionen Leute. Die pilgern jetzt alle im Februar auf Borkum. Ja, das wäre doch wunderbar. Jetzt. Wir haben gesagt, wir haben eine süße kleine Insel. Früher war das alles, es ist so Idylle. Urlaub fängt dann an. Die Digitalität hört ja auch nicht bei Ihnen auf. Mittlerweile, wenn ich auf die Insel fahre, habe ich mein E-Ticket auf dem Handy. So viel Werbung muss ich schnell machen. Wir gönnen uns noch die Borkumer Zeitung, also eine eigene Inselzeitung, sind dort also auch vertreten, fahren auch regelmäßig. Wir haben Kollegen da. Liebe Grüße an Florian, der dort unser Inselreporter ist. Ich bin schon digitalisiert. Viermal die Woche. Ja, das ist also, man glaubt es kaum. Ich weiß gar nicht, wie viele Zeitungen es noch gibt, die auf der Insel ihren eigenen Kollegen, also deutsche Zeitungen, sage ich jetzt mal. Aber es ist digitalisiert. Nichtsdestotrotz, mein Koffer muss jemand draufwuchten, es guckt auch mal jemand. Wie weit geht die Digitalisierung noch? Werde ich irgendwann das autonome Schiff haben, wo mich ein Computer, also in naher Zukunft, dass das irgendwann kommen wird, glaube ich schon. Also, das wird bestimmt irgendwann kommen. Bei der Bahn gibt es das ja auch schon. Also autonomes Zugfahren gibt es schon. Das wird sicher mit als eines der ersten Sachverhalte kommen. Bei Linienverkehren ist das auch einfacher als bei Gelegenheitsverkehren. Aber im Moment noch ganz schön weit weg. Nichtsdestotrotz, für mich war das immer früher, ich erinnere mich immer, für mich begann der Urlaub, wenn wir hier Norddeich-Mole, ne, dann warst du... Emden-Außenhafen, ja, ist noch näher. Ja. Dann warst du durch, du wusstest, Emden-Außenhafen, jetzt fängt der Urlaub an, du siehst die Schilder, ich habe es auch vor kurzem mal geschrieben, du siehst den Schilder Borkum-Hafen, du siehst das Fährsymbol, dann geht das eigentlich los. Und als man dann das Alter hatte, war es auch immer, es war immer die große Bockwurst und es war das Jeferpilz. Kann man auch. Und immer so ein Original, was da. Ich fand aber auch immer, du hattest so einen Verkäufer dabei, der nur mal, Junge, jetzt geht's auf die Insel, du. Gibt es das in dieser Form noch oder wird das auch schon automatisiert? Wenn man jetzt auf die Fähre geht, sieht man sieht schon viel, es ist viel moderner geworden, zwei, drei Kassen, damit das auch alles läuft. Natürlich bezahle ich bargeldlos, wenn ich möchte. WLAN müssen sie auf dem Schiff haben. Geht da so ein bisschen Tradition verloren, wenn. Wir beide, kann ich ja sagen, nee, die ältere Generation. Also die Hauptmotiv, um zur Insel fahren, ist, meine ich, und das ist unverändert, man möchte in der Natur sein, man möchte auch mal starkes Wetter spüren. Das muss nicht immer nur Windstille und Sonnenschein sein, sondern das kann auch mal auf der Haut spürbar sein, dass das Wetter zugegriffen hat. So, und dann möchte man irgendwo mal schön selbstgebackenen Borkumer Kuchen genießen, so. Und das kann auch bei der Anreise Bockwurst mit Kartoffelsalat sein. Das gibt es alles noch, aber es gibt natürlich heute viel mehr. Ja. Wenn man jetzt Chef von so vielen, auch über so viele Menschen ist und so viele Menschen ihnen vertrauen, wenn man so mitbekommt, dann ja, auch die Schifffahrt, es gibt Extremwetter, haben Sie manchmal Angst, dass irgendeinem Schiff was passiert oder sowas? Ist doch der Super-GAU sowieso, aber auch für Sie in der Verantwortung stehen, dann guckt man schon und sagt, heute müssen wir Leute... Da ist eine hohe Verantwortung, das ist gar keine Frage. Die liegt natürlich nicht nur bei mir, sondern die liegt auch bei den Besatzungen an Bord, beim Kapitän, beim leitenden Ingenieur, beim ersten Offizier, bei allen Besatzungsmitgliedern. Das gilt sowohl fürs Flugzeug als auch fürs Schiff. Also Verantwortung ist da, das ist uns allen auch bewusst. Und deshalb ist Sicherheit ein ganz, ganz großes Thema. Und das heißt, man muss trainieren. Man muss nicht das nur theoretisch können, sondern wir müssen das auch durch Übungen wissen, wie man reagiert und möglichst auch proaktiv vermeidet. Da wird sehr viel Aufmerksamkeit reingesteckt. Wir hatten gerade Wachstum. Wir haben die halbe Stunde natürlich schon wieder voll. Mal so auf Zukunft geguckt. Gibt es noch einen Markt, wo Sie sagen, das wird sich in nächster Zeit für uns massiv verändern? Oder wir gucken noch mal in anderen Bereichen, wo es spannend wird. Wir nehmen doch noch mal eine Fluggesellschaft dazu und fliegen jetzt keine Ahnung wohin. Eigentlich ist es ja so, Sie haben schon so Ihr Metier, Helgoland ist dabei. Es ist sehr maritim und sehr, sehr inselig, wie ich finde, Ihr Portfolio. Ja. Also wir sind schon ziemlich breit aufgestellt,
weil wir ja Verkehr mit Schiffen, mit der Bahn, mit dem Bus, mit dem Flugzeug machen. Sie können bei uns Räder mieten, Sie können E-Boote leihen. Also wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt. Müssen wir auch aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln. Man muss in allem ja auch wirklich tiefgründig Spezialist sein. Ich glaube, dass wir auf zum Beispiel Borkum oder auch auf Helgoland unser Produkt immer wieder nachfeilen müssen, um das wieder anzupassen. Und da gibt es vielleicht auch mal eine Möglichkeit, dass es noch wieder mehr wird. Das ist schön. Und wenn es mal einen halben Schritt zurückgeht, ist das auch kein Genickbruch. Da müssen wir auch mit umgehen können. Dann entwickeln wir wieder was Neues. Also da ist mir nicht bange. Unternehmer sind ja eigentlich eher konservativ, auch politisch konservativ vielleicht. Jetzt sind Sie in einem Metier unterwegs, wo eigentlich alles, was mit Umwelt zu tun hat, ja überlebenswichtig ist für Sie. Also so, ne, Meeresspiegel steigt an, dann wird es für manche Insel, selbst hier für uns auf dem Festland, schon nasse Füße geben. Gucken Sie da anders auf die grüne Politik? Sind Sie jetzt gerade der Befürworter von all dem, was passiert? Oder sagen Sie, ja, also für mich ist immer Effizienz wichtig, dass das, was man tut, Hand und Fuß hat. Und dass nicht nur auf der Bühne, vorm Curtain, also vor dem Vorhang, was präsentiert wird, sondern was dahinter steht, auch wirklich Substanz hat. Und das vermisse ich oft. Es gibt also viel Spielerei auf der Bühne, im Hintergrund läuft was anderes. Und kann ich mich mit sowas nicht anfreunden. Also wenn nur Showcases gemacht werden, die in Wirklichkeit, wo gar nichts dahinter ist, dann finde ich das nicht in Ordnung. Und insofern finde ich, grüne Politik ist wichtig fürs Wattenmeer, damit wir unsere Natur gut erhalten. Das hat auch mit der Attraktivität unserer Ziele zu tun. In dem Sinne unterstütze ich das sehr. Es gibt aber auch Sachen, wo vermeintlich grüne Beschlüsse nicht sehr durchdacht sind, dann würde ich sagen, dann sollte man das lieber nicht machen. Also zum Beispiel für uns wäre noch eine Entwicklungsmöglichkeit, die Lokomotiven bei uns fahren auf Rapsöl-Methylester, können die fahren. Das ist ein regenerativer Kraftstoff. So, das haben wir sehr früh entwickelt. Das ist aus deutschen Energiequellen, nämlich vom Acker. Da kann ich jetzt diskutieren, oh, da nehme ich mir ja was vom Teller. Nun ist es aber so, in Deutschland hungern die wenigsten. Da klaue ich mir eigentlich nichts vom Teller, sondern es ist ein regeneratives Produkt. Finde ich sehr gut, darum haben wir es gemacht. Ich möchte aber trotzdem gerne erreichen, dass wir zum Beispiel bei der Bahn perspektivisch mal auf Akkuspeicherloks umwechseln. Da brauche ich keine Oberleitung auf der Insel, sondern das können auch bei den Kurzstrecken mit einem Aufenthalt an der Anfangs- und Endstation kann ich auch laden. Sowas einfach in die Umsetzung bringen, in der Wirklichkeit ankommen, das fände ich gut. In dem Sinne begrüße ich grüne Politik. Wenn Sie jetzt sehen, das ist dann wirklich die letzte Frage, man ist auf Borkum, sieht da die Plattform, Van Dias baut die da auf, ist das etwas, also ich habe viele, als ich da war, stand sie gerade 2 Tage sozusagen, wurde da hingezogen, es waren viele Spotter, die geguckt haben, fotografiert, also da war es so ein bisschen so, ein kleines Highlight. Guck mal, oder sind die abends nochmal gegangen, ist jetzt beleuchtet oder ist sie jetzt nicht beleuchtet? Ist das eher was, wo Sie sagen, naja, aber wenn du jetzt, du willst ja eigentlich aufs weite Meer gucken und möchtest da nicht so eine Plattform haben, haben Sie da eine Meinung zu? Da habe ich eine Meinung zu. Ich möchte, dass wir auch ein Stück ehrlich sind und ich fände es ein ganz tolles Projekt auf Borkum. Es gibt ja das Vorhaben, man möchte CO2-Freiheit erreichen und alles, was darauf einzahlt, das finde ich richtig toll. Aber es sollen denn auch Meilensteine müssen ersichtlich sein und nicht sagen, ich möchte in 2030 möchte ich CO2-frei sein, sondern wichtig sind der Weg dahin, dass man das auch tatsächlich schafft. So, und wenn wir das hinkriegen, dann finde ich das toll. Sonst ist es so, ja, ich möchte in 8 Jahren, nehmen wir mal das Beispiel, es wären 8 Jahre, jetzt sind es nur noch 6, aber es wären in 8 Jahren, möchte ich das Ziel erreichen. Die gleiche Antwort gebe ich in 4 Jahren auch noch, dass es in 8 Jahren soweit ist. Nee, ich möchte auch, dass wir das wirklich schaffen und dass da dann praktische Anwendungsbeispiele kommen. Das finde ich gut. Das heißt, die Plattform stört Sie nicht so richtig, die man da sieht, weil das halt
Also du musst das ändern, was du ändern kannst. Und das sollst du beherzt ändern. Wenn man aber zur Kenntnis nehmen muss, dass für den industriellen Wohlstand von Deutschland und den Niederlande immer noch fossile Kräfte gebraucht werden. Wir haben Kernkraftwerke abgeschaltet und in Eemshaven bei uns in der Nachbarschaft da drüben, man sieht es fast schon mit dem bloßen Auge, wird jetzt ein Drittel der holländischen Elektroenergie konventionell erzeugt. Als sogenannte Brückentechnologie, weil das Land das braucht. Dann möchte ich mich dafür einsetzen, dass es nur eine Brückentechnologie gibt, aber andere Dinge auch schon entstehen. Das, finde ich, ist ein Ziel. Und ob ich nun für eine Übergangszeit nochmal Gas als Brückentechnologie dort ertragen muss, das muss ich vielleicht hinnehmen, wenn aber ich selber sehen kann, dass ich vor Ort schon was erreicht habe. Und das können wir selber erreichen. Wie viele Mitarbeiter hat eigentlich die AGMs? Wie viel? In der Gruppe liegen wir so bei etwas über 500 Mitarbeitern und haben nochmal 50 bis 60 Auszubildende. Also wir haben also einen guten Zugang an Auszubildenden. Das finde ich sehr gut, mit ganz vielen Berufsbildern. Das fängt an bei, wir haben Köche, Schiffsmechaniker, IT-Kaufleute, Mediengestalter, Bürokaufleute in den verschiedenen Dimensionen. Also das ist bei uns sehr vielfältig. Und auch für den eigenen Bedarf, also gute Chance, natürlich, übernommen zu werden? Ja, ja, für den eigenen Bedarf. Wir haben viele aus Ostfriesland. Wir haben aber auch viele, die zum Beispiel auf Borkum eine Ausbildung anfangen, die kommen aus NRW. Und wir haben auch einen ganz erheblichen Teil Nicht-EU-Leute, die bei uns eine Ausbildung anfangen und sich ganz gut machen. Also fast jeder dritte Auszubildende bei uns kommt aus einem Nicht-EU-Land. Und wir haben bislang da ziemlich gute Erfahrungen mitgemacht. Super. Die bringen sich ein, die arbeiten auch. Also was wir wissen wollen. Und jeder sieht, dass sie sich bücken. So, und wir wollen sie erheben, dass sie stolze und glückliche Menschen sind. Das ist unser Job. Das war eine Runde, ein Glas. Wir haben gar kein Glas. Wir hatten für die Statistik diesmal kein Glas. Wir hatten klassisches Ostfriesengedeck sozusagen. Schwarzen Tee. Sie auch ohne Klunches und ohne Wölkchen, ne? Also Wölkchen, ja, weil der Tee ist nicht mehr ganz so bitter wie früher. Ja. Wir machen den Tee auch gerne im Porzellanpott und nicht mehr in der Blechkanne, die 3 Jahre nicht ausgewaschen werden kann, sondern diese Kanne ist innen ziemlich weiß. Ja. So, dann bleibt der Tee heller und frischer. Das hat man mir auch mal von einem der beiden ostfriesischen großen Teehäuser so empfohlen. Mach das ruhig frisch und dann brauchst du vielleicht nur mal, statt der großen Klunches würden 3 so kleine reichen. Ne? Schnell noch für die Statistik. Was wird denn am meisten getrunken auf der Fähre? Das Pilzbier, der Tee oder Softgetränke? Es ist tatsächlich Kaffee. Kaffee läuft ganz stark. Aber es gibt jetzt auch in einem Pott, gibt es also aus Friesentee. Wir sind eine Emder-Reederei, der kommt von einem Emder-Teehaus, führende Qualität. So, das zelebrieren wir auch ganz gerne, dass man diese Besonderheit hat, die Einheimische und auch die Gäste erleben können. Liebe Grüße an Familie Thiele von dieser Stelle aus. Ja, das ist ein Thiele-Tee, ja, das stimmt. Das war ein Glas mit Lars. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und Sie wissen jetzt oder ihr wisst jetzt, wenn ihr es hört oder seht, wir sind ja auch, wenn ihr uns nur hört, auf YouTube vertreten. So sieht der Mann aus, der Sie euch sicher nach Borkum hin und zurückbringt. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Danke. Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Alle Folgen und weitere Informationen unter oz-online.de, ga-online.de oder borkumer-zeitung.de.